Es ist wirklich eine herrliche Landschaft. Also dieses lange Novemberwetter, Herbstwetter im November noch, also schönes Herbstwetter, das finde ich sehr angenehm, weil man da viele Arbeiten noch in einem Zeitraum, den man früher gar nicht nutzen konnte, durchführen kann. Wie das Striegeln haben wir uns angesehen die letzten Tage. Oder jetzt auch diese Spätspritzung, Traxos, Kerb, ohne gleich alles einzusauen und tiefe Spuren zu graben. Ist eine schöne Sache. Und wenn es dann jetzt kühler wird, dann passt es eben optimal vom Termin. Ich kann noch bei Trockenheit und guten Bedingungen spritzen. Und ab morgen ist es nass und kalt. Aus meiner Sicht die optimalen Voraussetzungen jetzt heute ist der richtige Tag. So, das ist jetzt hier die Traxos-Spritzung, weil es hier mit dem Striegel nicht geklappt hat. Und da ist dann jetzt die nächsten Tage etwas Regen und vor allem wird es kühler. So, und da kann ich heute hier schön das Traxos ausbringen. Es ist windstill und Traxos am besten dann, wenn er ist ja bekannt, wenn man also wenn das Wachstum zur Ruhe kommt. Das ist der richtige Moment. So, die Benetzung der Pflanzen ist entsprechend gut. Wir sehen, dass es glänzt hier so ein bisschen. Kann man sehen, der Fuchsschwanz ist noch klein, aber schon aufnahmefähig. Und ob das dann ausreicht mit dem Traxos, weiß ich nicht. Oder ob ich im Frühjahr Atlantis noch brauche. Das wird man dann sehen. Aber es ist besser, wenn ich jetzt spritze, hier wo Fuchsschwanz ist, als dass ich im Frühjahr mit dem Atlantis komme und der ist schon zu groß, der Fuchsschwanz. Hier sehen wir, was der ist, also jetzt hier. So ein bis zwei Blatt. Da ist einer. Wird auch benetzt. Und wichtig ist halt, dass jetzt das Wachstum zum Ende kommt, also Vegetationsruhe eintritt. Das ist ab, ja im Prinzip ab morgen, übermorgen gegeben. Dann ist es sehr kühl laut Vorhersage. Also dann kommt so ein Wetterumschwung und das warme Herbstwetter ist dann zu Ende. So, dass ich heute mein Traxos ausbringe hier bei Windstille. Besser wäre natürlich Herold Boxer gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das mit dem Striegel nicht klappt hier nach der Rollegge, das haben wir uns ja angesehen. Dann hätte ich Herold Boxer gespritzt. Aber ich bin davon ausgegangen, die Benetzung ist gut, wir sehen das. Ich bin davon ausgegangen, dass das klappt mit dem Striegeln. Und man lernt halt immer noch dazu. Dann kann ich noch meinen Kerb ausbringen. Das passt dann auch. Heute sind die Fahrbedingungen optimal. Es ist ja trocken. Ich komme also hier auf den Bergen problemlos lang, ohne Spurbildung. Und dann hätte man auch noch Primus zumischen können. Rein technisch geht das von der Anleitung her, um den restlichen Raps zu beseitigen, der hier und hin und wieder steht. Da, der kleine Raps. Aber das Primus ist ähnlich wie beim Atlantis, Zumischen von Herbiziden ist bei Traxos nicht unbedingt so gut, das kann die Wirkung verringern. Und da die Wirkung ja sowieso fraglich ist, ob es denn reicht oder nicht, also gar keine Spurbildung, fährt sich gut heute, ist es natürlich besser, das Primus lege ich ins Frühjahr. Das heißt ja auch Primus, also kann man schon früh mit ankommen und unterstütze dann jetzt also die Traxos-Wirkung insofern, dass ich sie nicht verringere durch Herbizide. Und der kleine Raps hier macht ja auch keinen Schaden jetzt über Winter in dem Weizen.